Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur letzten Sendung Kontrovers in diesem Jahr. Mitte des Jahres wurde während der Sommerakademie die Idee einer Kandidatur Geras für den Titel Kulturhauptstadt 2025 geboren. Seitdem brodelt es in der Stadt. Es gibt Befürworter und vor allem viele Kritiker der Idee. Seit letzter Woche ist nun bekannt, dass das Museum für angewandte Kunst verkauft wurde. Auch sonst, würde man vielleicht sagen, befindet sich die Gera-Kultur eher in einem schlechten Zustand. Das Amt des Kulturdezernenten gibt es seit 2001 nicht mehr. Und auch sonst sieht man, dass einige der Museen ohne Spitze sind. Sieht man sich also die kulturelle Entwicklung Geras an, mutet es fast schon ironisch an, dass sich Gera für den Titel Kulturhauptstadt 2025 bewerben möchte. Was steckt hinter dieser Idee und dem Losungswort Gera Kulturhauptstadt 2025? Welche Chancen bietet diese Idee? Oder macht sich Gera mal wieder lächerlich? Was müsste noch getan werden, um diesen Titel zu erlangen? Dies möchte ich heute Abend diskutieren mit Dr. Frank Hiddemann, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Herzlich willkommen. Danke. Angelika Bohn, langjährige Kulturredakteurin der OTZ und heute freie Kulturjournalistin. Herzlich willkommen. Uwe Müller, Pressesprecher der Stadt Gera, Fachdienstleiter des Fachdienstes Presse, Marketing, Kultur und Sport. Herzlich willkommen. Danke. Volker Regel, Vorstandsvorsitzender des Kunstvereins Gera, herzlich willkommen. Und last but not least, Thomas Laubert, Architekt in Gera und derjenige, der nicht nur diese Idee der Kandidatur weiterbringen möchte, sondern sie vor allem zum Erfolg führen möchte. Herzlich willkommen. Ich fange gleich mit Herrn Hiddemann an. Lieber Hiddemann, Sie sind 1999, wenn ich das richtig weiß, im Zuge der Kulturhauptstadt Weimar nach Thüringen gekommen. Ja. Wenn Sie jetzt sozusagen auf diese neue Idee blicken, was unterscheidet Weimar von Gera und vor allem, glauben Sie, dass Gera Chancen hat? Ja, Weimar hat sich ja beworben. Das war damals schon eine super Idee und damit ist der damalige Initiator auch gewisserweise berühmt geworden. War eine Stadt, die kleiner war als die vielen Kulturhauptstädte, die es vorher gegeben hatte, die aber durch die Weimarer Klassik und durch die Weimarer Kulturtradition natürlich absolut würdig war, das zu machen. Und die haben dann einen großen Impresario, Herrn Kaufmann, gewonnen und der hat das in einer spektakulären Weise auch ganz gut hingekriegt. Mhm. Wenn Gera das machen sollte, müsste Gera darauf gucken, was ist Gera für eine Stadt. Inzwischen sind nämlich, nachdem, weiß ich nicht, 50, hunderte von diesen Kulturstädten durchs Land gegangen sind, geht es gar nicht mehr darum, dass es so ein Schaulaufen von berühmten Museen und berühmten Kultureinrichtungen ist, sondern es geht eigentlich um Profile, Es geht um Recherchen, es geht darum, dass Städte herausfinden, in welcher Hinsicht sie überhaupt kulturell, geschichtlich, politisch interessant sind. Da finde ich, kann man toll anknüpfen bei der Bundesgartenschau, die ja auch eine große Wunde in der Landschaft, diesen Wismut-Bergbau, zu einer Tugend gemacht hat und diese Wunde zu einem Garten gemacht hat. Und ich würde denken, dass Gera nur dann Chancen hat, wenn sie wirklich ein Profil entwickelt, wenn Gera ein Profil entwickelt, das diese Schwierigkeiten der Stadt einbezieht. Also wenn man ein Gesicht zeigt der Öffentlichkeit, einer Stadt, die sich um die eigenen Probleme schert und herausfindet, wie man mit Hilfe von Kultur, denn Kultur stellt ja heutzutage die wichtigsten Fragen, mit Hilfe von Kultur die Gegenwart und die Zukunft einer Stadt porträtiert und dabei gerade die schwierigen Dinge nicht ausschließt. Mhm. Als Vorstandsvorsitzender des Kunstvereins Gera kämpfen Sie oder kämpfst du, Volker, jährlich, täglich um die Anerkennung zeitgenössischer Kunst, vor allem auch in Gera? Wie siehst du das? Gut. Also,
Wir sind ja als Kunstverein, der sich für zeitgenössische Kunst engagiert. Das ist ja ein ganz kleines Spezialgebiet in der Kultur, nicht? Also ich würde ja da eher zum erweiterten Kulturbegriff tendieren, in diesem Kontext Kulturhauptstadt. Mhm. Nicht? Und der Dr. Hittemann hat da ja schon interessante Ansätze gesetzt mit dem Ergebnis der Bundesgartenschau. Ist übrigens auch in einem anderen Kontext interessant. Da sind ja auch, hat die Stadt, die kleine Stadt, verhältnismäßig kleine Stadt Gera, hat da auch gewaltige Geldsummen bewegt und vielleicht sogar komplexere Dinge geleistet, als es für eine Kulturhauptstadt zu leisten sind. Mhm. Also insofern ist es aus meiner Sicht gar nicht mal ausgeschlossen. Nicht? Also es sind ja auch Jahre der Vorbereitung da und Kultur ist ja, oder so ein Projekt wie Kulturhauptstadt ist ja auch letztlich am Ende ein Stadtentwicklungsprojekt. Nicht? Und also insofern muss man das auch über den kleinen Tellerrand sehen. Nicht? Und als Kunstverein sind wir eigentlich damals zusammen mit dem Künstler, der die Sommerakademie betrieben sind, auf die Idee gekommen im Gespräch, machen wir doch das mal. Und der Kunstverein stellt sozusagen sich als Plattform zur Verfügung. Es hat letztlich aus Gründen, die hier jetzt zu weit führen, nicht funktioniert. Aber Sinn war, der Sache war, nicht Kunst zu machen mit der Kultur, sondern mit Mitteln der Kunst, also neue Erkenntnisse in dieser Richtung und Initiativen anzustoßen. Mhm. Das war eigentlich das Ziel. Und wenn das weitergeführt wird und als Grundlage der kulturellen Entwicklung für eine mögliche spätere Bewerbung. Also du siehst es sozusagen genauso wie Herr Hittemann, das ist ja ein ganz schöner Ansatz, als Stadtentwicklungskonzept. Ja? Also es ist sozusagen Kulturhauptstadt. Der Titel ist nicht sozusagen, weil wir besonders tolle Kultur haben, sondern es geht darum, die Stadt in ihren Stärken und Schwächen auch darzustellen und mittels Kunst vielleicht auch Wunden heilen zu können. Sowas wie die Bundesgartenschau, das ja, nämlich 2007 auch getan hat. Ja, Wunden heilen kann Kunst sicher nur bedingt. Also da wird sie oder oft den Finger drauflegen. Also, oder den Finger drauflegen. Nee, die kann aber aufmerksam machen auf eine andere Sicht als wissenschaftliche Analysen oder so. Mit künstlerischen Methoden entdeckt man Dinge, die andere nicht sehen. Nicht? Mhm. Die sieht eben der Künstler. Und das sind nicht immer die 1:1 umzusetzen, aber da entstehen auch Ideen draus und Wege werden gewiesen. Und so. Und wenn man sich mal mit den Zielen oder Inhalten, was Kulturhauptstadt Europas bedeutet, beschäftigt, liegt genau das in der Richtung, also der Kriterien, die dort gestellt sind. Nicht? Also insofern ist eigentlich gar nicht ausgeschlossen, sich damit zu beschäftigen. Nicht? Also ergebnisoffen, würde ich sagen. Da möchte ich gerne denjenigen gleich zu Wort kommen lassen, der sich genau mit dieser Frage auch weiter beschäftigt, weil du hast ja diese Idee dann aufgenommen, sozusagen aufgesogen und ihr habt gesagt, nicht mit dem Weggang von Maurice de Martin ist dieses Projekt gestorben, sondern nein, genau wir, das war der Impulsgeber und wir wollen das wirklich zum Erfolg führen. Meine Frage ist, wie willst du es machen? Wie wollt ihr es machen? Was sind eure Strategien? Also ich würde über die Frage noch hinaus kurz an. Und ja, aber, ja, ja, weil kannst ich muss du auch gerne den beiden auch, ja. Herren auch nochmal zupflichten. Also das oberste Ziel, es ist nicht nur ein Prozess, der mal in Gang getreten wurde und jetzt, sondern es geht darum, dass man eigentlich eine neue Identität auch für die Stadt findet über Kultur. Mhm. Ein Stadtentwicklungsprozess wurde auch gerade schon gesagt. Also es ist ein wesentlicher Bestandteil auch, dass wir jetzt in der Stadt daran arbeiten müssen. Und das ist halt ein Mittel davon. Und ich sag mal, die Aktion, die da eine Woche lang gelaufen ist, die würde ich jetzt nicht als Anlass nehmen, für das zu stehen, was wir jetzt vorhaben, aber jedoch die, was Volker schon gesagt hat, also die Idee, wir beleben den Raum mit Kunst und legen vielleicht hier und da mal Finger in die Wunde oder halt auch holen neue Leute dazu. Es ist ja, sagen wir, Europa im Kleinen. Wir wollen verbinden, wir wollen Leute mit involvieren.
Wir wollen Städte mit dazu holen, wollen mit den Partnerschaften draufkriegen, wie weit diese Vision natürlich umsetzbar ist. Das wird die Zeit natürlich zeigen. Ich muss auch dazu sagen, ich stehe ja auch nur für eine Gruppe. Also so ein Thema kann auch niemand allein stemmen. Also Sie haben sich bestimmt alle auch mit dem Thema überhaupt beschäftigt. Was ist Kulturhauptstadt oder was? Wie ist so eine Bewerbung? Das ist ja ein riesenkomplexes Feld. Da braucht man einen Fachmann am Ende mit dazu. Und wir sind vielleicht diejenigen, die Prozesse, also aus der ohne Geld oder mit wenig Geld sozusagen jetzt erstmal den Prozess anstoßen und auch das Verlangen danach holen. Das ist natürlich im Ehrenamt oder nebenbei eine sehr schwierige Sache auch, weil es halt, wir sitzen auch zum Teil 3 Tage die Woche abends da. Mhm. Wir haben jetzt verschiedene Aktionen losgetreten als Gruppe, wo wie gesagt auch mehrere Menschen dazu gehören. Kannst du sagen, wer dazu gehört? Zum Beispiel Nils Lauterbach, Marco Franze, der Kaffee-Restaurant mit. Dann haben wir jetzt einen Stadtschreiber, die Marie Riedel ist noch dabei und noch ein, zwei andere. Also junge Leute. Mir geht es sozusagen um die Struktur der Gruppe. Und wir sind so ein Kernteam und haben jetzt ja diesen Stadtschreiber, den wir so benannt haben. Vielleicht ist es eine Sache, die man später weiter, aber jetzt würde ich den erstmal nicht, der wird ab nächster Woche wird er anfangen, in Gera unterwegs zu sein, erstmal über das Thema Kultur. Da haben wir auch einen sehr interessanten Menschen gefunden, der das Thema mit begleitet, auch ein Zugezogener und haben noch 2, 3 weitere Projekte auch jetzt gestartet, die zum Beispiel jetzt mit diesen Stickern zu tun haben, wo ich jetzt hier einen dran habe, den die Gera sich in verschiedenen Lokalitäten abholen können. Also das ergibt dann 4 Sticker, ergibt den Wortlaut Gera und den kann man kombinieren, den kann man sich irgendwo hinkleben, davon Fotos machen und schicken. Als kleine Aktion, aber dann haben wir auch andere Bilderaktionen noch, die jetzt erstmal dieses Thema in die Öffentlichkeit tragen, ohne gleich wieder praktisch irgendwas Negatives zurückzubekommen und zu sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Oh, das klappt doch wieder nicht. Oder also, das ist ja das Logo der Stadt, ne? Also ja, umgearbeitet. Ja, das ist das Logo sozusagen, was ihr jetzt nutzt, um aufmerksam zu machen und diesen Kulturhauptstadtgedanken weiterzutragen. Ich frage gleich mal weiter. Ich würde gerne noch die beiden anderen Teilnehmerinnen der Talkshow mit befragen wollen. Als erstes Angelika Bohn. Sie als Kulturredakteurin haben Sie ja immer nicht nur mit Kultur zu tun, sondern haben natürlich auch die kulturelle Entwicklung Geras immer im Fokus gehabt und auch gesehen. Wie fühlt sich das für Sie an, diese Idee der Kulturhauptstadt-Kandidatur? Die Idee dieses Künstlers habe ich erstmal als Provokation empfunden. Ja. Er hat da was ganz Wichtiges in Gang gesetzt, nämlich darüber nachzudenken, ob diese Stadt sich in ihrem Selbstmitleid weiter suhlen will oder ob sie vielleicht doch mal eine Vision entwickelt oder ein Projekt für die Zukunft hat, ob das dann nachher sich 100%ig umsetzen lässt, ist ja vielleicht gar nicht das Entscheidende. Und als Herr Hedemann jetzt sagte, es nochmal an Weimar 99 erinnerte, ist mir eingefallen, was bleibt eigentlich von so einer, ich habe das ja damals wirklich, war viel in Weimar, habe da viel gesehen, aber was bleibt einem in Erinnerung? Also bei Weimar 99 ist mir nur diese Ausstellung DDR-Kunst, diese umstrittene Ausstellung in Erinnerung geblieben. Viel entscheidender ist für mich in meiner Erinnerung fixiert, obwohl ich da gar nicht dort war, als das Ruhrgebiet als Region praktisch sich beworben hatte. Auch nicht einzelne künstlerische Sachen, sondern ich fand eigentlich, da war ich so neidisch auf die Leute, die da hinkommen, das war dieses Picknick auf der Autobahn. Das war für mich das, und das hat eigentlich jetzt mit Hochkultur oder sowas überhaupt nichts zu tun, sondern ist nur aus dem Engagement von Vereinen und Freiwilligen entstanden, die da gesagt haben, okay, wir kommen, kochen was Nettes, wir bringen einen Tisch mit und die Leute können kommen und sich mit uns amüsieren, sich unterhalten und was essen. Das trägt natürlich nicht allein nur dazu bei, dass man eben Kulturhauptstadt werden kann oder Kulturhauptstadt
oder Kulturregion werden kann. Da gehörte ja auch Zeche Zollverein und die ganze Industriekultur dazu. Aber was sehr schön ist. Es trägt sich ja durch die Bevölkerung. Ja. Und das, finde ich, ist in Gera immer so der Knackpunkt. Mhm. Es gibt hier ganz viele tolle Vereine. Es gibt ganz viele Leute, die was auf die Beine stellen. Und immer hat man so das Gefühl, die können sich nicht vernetzen richtig. Mhm. Und die Bevölkerung sagt dann immer, ja, aber die und so, und das findet irgendwie nicht zusammen. Ja, Uwe, jetzt bist du dran. Als im August damals diese Idee aufkam, hat sich die Rathausspitze ja ganz klar dazu geäußert und ganz positiv das aufgenommen und klar hat gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann kam ein kurzer Tiefgang, sage ich jetzt mal, weil Maurice de Matin sich falsch verstanden fühlte. Es ging dann hin und her in der Presse. Wie seht ihr das als Rathausspitze heute und vor allem, was tut die Rathausspitze jetzt ganz konkret, um dieses Ziel zu erreichen? Ist es für euch überhaupt noch aktuell? Das ist sozusagen eine große Frage. Und warum sollte Gera Kulturhauptstadt werden? Das würde ich gern aus dem Verwaltungsbereich hören. Ein klares Ja, das Thema ist aktuell. Mhm. Und Herr Laubert hat es ganz klar angesprochen. Es ist ein Prozess, in den wir eingestiegen sind. Und sicherlich im Sommer ist über die Sommerakademie dieser Gedanke transportiert worden. Aber wenn Sie die Zeitung aufmerksam verfolgen, werden Sie schon im Jahr 2015 eine Fundstelle finden, dass also aus der Gera-Bürgerschaft heraus diese Idee geboren worden ist. Mhm. Die hat jetzt eine neue Dynamik erfahren. Ja. Die hat eine Dynamik erfahren mit Maurice de Martin im Sommer, wo auch viele vielleicht gedacht hatten, naja, Gera ist Objekt in diesem Prozess. Mhm. Aber das, was aus der Bürgerschaft heraus entsteht, aus den Bürgerinnen und Bürgern, sie sind Subjekt dieses ganzen Prozesses. Und das ist für mich das ganz Erstaunliche, dass eine Idee von den Bürgerinnen und Bürgern geboren worden ist. Und ich denke mal, damit ist auch eine sehr hohe Identifikation verbunden. Mhm. Wir haben beispielsweise im Jahr 2013 bereits die Kandidatur unserer rumänischen Partnerstadt Timișoara als Kulturhauptstadt mit unterstützt. Die haben natürlich dort auch bei ihren Partnerstädten angefragt, wie man dann sich hier vernetzen kann, sodass wir also auch hier, denke ich mal, auf Erfahrungen zurückgreifen können. Und mich beeindruckt vor allen Dingen, mit welchem Eifer Herr Laubert und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter an das Projekt herangehen. Das ist also nicht irgendwas, was von oben herauf aufgedrückt worden ist mit irgendwelchen Beschlüssen, die dann Leute in ein Korsett bringen. Und ich denke mal, Kultur braucht gerade die Luft zum Atmen. Und wenn dieser große, starke Atem entsteht von Menschen, die jetzt jung sind, aber 2025 sind sie dann auch, sag ich mal, im gesegneten Mittelalter wahrscheinlich schon angekommen. Genau. Da werden wir Altvordere dann uns sicherlich auch an dem Gedanken erfreuen. Ich denke mal aber auch, wir sollten uns natürlich sehr ernsthaft mit dem Gedanken Kulturhauptstadt 2025 beschäftigen. Aber nicht allein wird entscheidend sein, was da 2025 in Gera stattfindet oder nicht stattfindet, sondern der Prozess, der jetzt angestoßen ist. Das ist doch das Wertvolle, dass wir uns hier vernetzen. Und Angelika Bohn hatte das auch angesprochen. Es gibt ja auch dieses Kulturnetz hier in Gera. Haben in einer Broschüre 30 engagierte Vereine zusammengebracht. Eine Broschüre, die man auch, wenn sie irgendwo vergriffen sein sollte, sehr gut über die Homepage der Stadt abrufen kann. Also es gibt diese Sachen. Aber man darf das, sag ich mal, auch nicht übertreiben. Man muss auch jedem schauen, dass jeder sein Profil findet, dass jeder seinen Interessen nachgehen kann und dass man also auch hier einfach die Freiräume auch gestattet, die einfach Kultur braucht. Die Frage ist trotzdem, was macht die Rathausspitze dafür? Was macht die Rathausspitze dafür, dass eben dieses Projekt Kulturhauptstadt Gera 2025 verwirklicht werden kann? Weil, und das hat Thomas ja vorhin auch gesagt, das sind jetzt engagierte junge Leute, weiß ich nicht, 6, 7 an der Zahl, die halt jetzt Ideen haben und ganz viel aus Eigenengagement machen. Sie brauchen aber eine Führung und sie brauchen jemanden Professionelles, der sie dabei unterstützt,
kam zumindest so raus für mich in dem Gespräch. Also was kann die Rathausspitze leisten, beziehungsweise was wird sie tun, dass das eben nicht nur ein Prozess ist, der sehr schön ist, über den wir uns alle freuen, sondern dass es vielleicht tatsächlich eine reale Chance gibt, dass Gera diesen Titel erhält? Also wir sind natürlich mit den Initiatoren im Gespräch, im guten Gespräch auch. Wir respektieren das auch, dass sie sagen, Mensch, wir nehmen das jetzt erstmal für uns in die Hand. Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr von kommunaler Seite erstmal begleitet, vielleicht auch bevormundet werden. Aber ich kann eines an der Stelle fest versichern, wenn unsere Unterstützung gebraucht wird, dann wird die auf jeden Fall eintreffen. Das haben Sie jetzt alle gehört, ja. Hat sie uns auch schon als Gruppe gesagt. Also das, wir waren ja jetzt bei den verschiedenen Treffen, bei den verschiedenen Treffen gewesen, einmal in Dresden vor 2 Monaten. Da hatten wir mit Herrn Müller auch Kontakt. Vorher hatten die Stadt praktisch in Kenntnis gebracht. Und jetzt waren wir wieder bei der Tagung in Chemnitz gewesen, wo sich praktisch die Kulturhauptstädte Bewerber getroffen haben. Darf ich fragen, wer dabei war? Ich war dabei und der Nils. Ja, nicht von uns, sondern welche Städte? Ach so. Das ist ja interessant, das wissen wir doch sozusagen also nicht mehr. In Dresden waren es, also Dresden, Hildesheim, dann Magdeburg, die auch wirklich, Chemnitz natürlich, also als Stadt, wo ich sagen muss, da haben wir wirklich viel gemeinsam. Und wir sollten ja auch die Region betrachten, also das war auch mein Ziel gewesen, so als wir dann dort waren, zu gucken, gibt es da Möglichkeiten, weil bei der Ruhr war es ja auch größer gefasst und so ähnlich vielleicht, dann noch Nürnberg ist dabei gewesen, Konstanz, die sind aber mittlerweile ausgeschieden, Hannover war noch dabei. Und alle 25 oder? Für die Jahre davor schon. Nee, die sind 25. Nee, 25. Also das und dann sind die Bewerber Jubeljahre wieder. Das sind die Bewerber praktisch. Also deutsche Bewerbungen sind. Das sind genau. Genau. Stimmt. Und die haben sich jetzt erstmal offiziell dazu erkannt. Und da haben wir in Gera natürlich auch eigentlich auch ein ganz gutes Bild abgegeben, als wir da plötzlich auf der Matte standen und gesagt haben, mussten dann unsere Vorstellungsrunde machen. Da habe ich auch unser Höhlerbier überreicht als Dank der Einladung. Und da haben wir auch mit den verschiedenen Leuten sind wir dort auch in Kontakt gekommen. Und tatsächlich haben auch einige gesagt, also das Konzept, dass das sich von den Bürgern aus sozusagen entwickelt, mit der Unterstützung am Ende der Stadt, es braucht natürlich irgendwann auch den Stadtratsbeschluss dazu. Der Prozess dahin und Sponsoren und so weiter, der ist schon groß, aber es muss irgendjemand anfangen, und das ist das auch, was Herr Müller gesagt hat, wenn die Stadt schon mal sagt, wir finden das gut, ist das schon mal eine gute Grundlage. Und das Interessante ist ja, wir werden nicht nur wahrgenommen, wir werden mittlerweile auch ernst genommen in diesem ganzen Rennen. Ne? Also auch wir als Stadtverwaltung haben genauso die Einladung nach Chemnitz bekommen, aber wir werden hier nicht zweigleisig fahren, sondern wir wissen, das liegt bei Herrn Laubert und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in guten Händen. Wir tauschen uns auch dazu aus. Es gibt mittlerweile auch durchaus wieder Interesse aus Nürnberg, da etwas zu tun. Also das, was so anfangs mal so kommuniziert worden ist im Sommer, so dass das alles so ganz schroff gewesen ist, das ist überhaupt nicht mehr. Das spielt sich jetzt sehr schön ein und vielleicht war das auch im Sommer mal ein schöner Kick, um zu sagen, wow, wir sind da. Ja. Kassel habe ich noch vergessen übrigens. Ja, Herr Hedemann wollte darauf antworten. Ich habe ja die Vorbereitung von 99 mitbekommen. Also ich bin selber im November 1996, 3 Jahre vorher, von der Kirche eingestellt worden als ein Studienleiter für Medien, Kunst und Kultur in der Evangelischen Akademie Thüringen und habe dann diesen Prozess begleitet durch verschiedene Tagungen, die ich gemacht habe. Wir haben geguckt, wie wird Buchenwald in dieser Weimar Bewerbung vorkommen. Wir haben andere Themen sozusagen ins Schlaglicht gemacht und dann war relativ stark davor, sicher 3, vielleicht 5 Jahre, auch eigentlich eine Institution in der Stadt, die sehr früh schon der Herr Kaufmann geleitet hat und der auch ein Mitarbeiterteam hatte. Und die haben das sozusagen über Jahre hinweg aufgebaut. Das heißt es ja, dass es ein Prozess ist, aber das heißt natürlich auch, dass irgendwann Geld in die Hand genommen werden muss und dass man einen Stab bilden muss, der erst die Bewerbung und wenn die Bewerbung erfolgreich sein sollte, dann auch sozusagen dann professionellen Aufbau betreibt. Ne? Das ist dann der Punkt, wo sich dieses Engagement irgendwann unterstützen lassen muss durch Stellen, ne? Durch Geld, das man in die Hand nimmt, durch richtige Klarung. Und das muss die Stadt ja dann machen. Ne? Geld,
Das ja. Man kriegt gar nicht so viel Geld. Man kriegt diesen Titel, das war schon präzise formuliert. Mhm. Und mit diesem Titel hat man sozusagen tolle Marketing-Effekte. Herr Müller ist ja Marketing und Kultur gleichzeitig. Mhm. Dieser Kulturstadttitel ist das auch. Ne? Mhm. Und wenn man mal guckt, wie andere Städte damit umgegangen sind, ich war öfter in Breslau jetzt in der letzten Stadt, die haben sich zum Teil auch neu entdeckt. Mhm. Dass Breslau eine Stadt der Moderne war, die sehr früh die internationale Architektur aufgenommen hat, junge Leute zum Stadtbaurat gemacht hat. Mhm. Und dann wurden diese Werkbundausstellungen, die in 20er, 30er Jahren in Breslau waren, entdeckt. Und dann wurde eine Schiene, die eigentlich im Stadtmarketing von Breslau ganz untergegangen war, plötzlich wieder hervorgeholt. Mhm. Und die Stadt Breslau hatte dann eben mit der ganzen Bewerbung ganz viele neue Aspekte, die durchgezeichnet wurden. Und das finde ich interessant für Gera, weil wir wissen ja alle, es ist eine Stadt, die mit vielen kulturellen Traditionen, geschichtlichen, historischen Traditionen, die zum Teil aber blass geworden sind, ne? Und die man einfach neu sehen muss. Und wenn man sie neu gesehen hat, wahrnehmen muss, stärker machen muss, und dann kann man immer mehr Leute daran binden. Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo man sagen muss, jetzt müssen wir was investieren. Ne? Mhm. Darum, also alles Gerede vom Bürgerengagement hilft nicht darüber hinweg, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagen muss, jetzt müssen wir ernst machen. Ne? Mhm. Und da, das ist eben so ein bisschen meine Angst, dass dieses Engagement der Bürger jetzt da ist und sich da eine Gruppe formiert hat. Und zum Schluss ist es dann so, dass man sagt, ja, es tut mir leid, es ist kein Geld dafür da, weil wir haben ja noch nicht mal Geld, einen Museumsleiter einzustellen für das Museum für angewandte Kunst, oder man verkauft sogar das Museum für angewandte Kunst, oder das Naturkundemuseum und das Stadtmuseum sind schon eben so lange ohne Spitze seit 2013, seitdem Ute Heckmann verstorben ist. Also das ist sozusagen, es gibt einen großen Nachholbedarf, sage ich jetzt mal, was ich auch munkeln habe hören, dass es mit Otto Dix auch nicht so gut steht, also mit den Werken selbst wohl nicht so gut steht. Es wird zwar einiges getan, die Orangerie wird saniert, und trotzdem, wenn man sich eben die Kulturlandschaft anschaut, das Theater, da rumort es auch immer wieder. Also Gera ist einfach nicht so potent. Ich frage mich, wenn es dann soweit ist, ist Gera dann so potent und kann diese Stellen zur Verfügung stellen, damit es eben erfolgreich wird? Zunächst erstmal nochmal auf die Eingangsmoderation zurückzukommen, den Zustand einer Kultur, der Kultur in der Stadt daran festzumachen, ob es einen Kulturdezernenten gibt, das halte ich schon für sehr abenteuerlich. In Erfurt ist die Kultur der Umweltdezernentin mit zugeordnet. Das ist natürlich auch ein starkes Stück, kann man auch sagen. Aber man merkt es, so. In Erfurt. Aber wir reden ja nicht über Erfurt, wir reden über Gera. Wir reden nicht über Erfurt, wir reden über Gera. Und worauf es mir vor allen Dingen, seitdem ich auch die Verantwortung für den Kulturbereich mit übertragen bekommen habe, anliegt, ist vor allen Dingen nicht zuerst an neue Häuptlinge zu denken, sondern die Indianer zu stärken. Und da haben wir in letzter Zeit auch einiges an auch Einstellungen schaffen können. Im Stadtmuseum konnten wir eine Stelle neu besetzen. Wir haben eine Stelle jetzt im Naturkundemuseum neu besetzt. Eine weitere Ausschreibung läuft gerade aktuell. Also dass die Leute, die einfach auch, sag ich mal, die tägliche Arbeit leisten, gestärkt werden. Ne? Denn wir hatten ja schon diverse Persönlichkeiten, die ein tolles Namensschild an sich getragen haben. Mhm. Aber es kommt auch darauf an, dass wirklich die tägliche Arbeit geleistet wird. Und wenn das verweist, dann steht es wirklich schlimm um uns. Und ich kann das auch an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Unser Naturkundemuseum, das stand schon ein Stück weit auf der Abschussliste. Mhm. Auf der Abschussliste des Landes. Mhm. Weil wir eben die Sparte Zoologie nicht besetzt hatten. Und da ging es eben darum, dass künftig die Botanik dem Naturkundemuseum in Altenburg zugeordnet wird und die Geologie dem Museum in Schleusingen. Mhm. Und ich sag mal, das konnten wir Gottlob verhindern. Ja. Und daran liegt mir sehr, dass man also die Schätze, die wir in der Stadt haben, auch behalten. Mhm. Und das Gleiche betrifft natürlich auch das Serbische Haus, über das gerade mal viel gesprochen wird. Ich würde mir wünschen, dass alle, die heute über das Serbische Haus viel reden, auch das Serbische Haus und seine Ausstellungen besuchen. Mhm. Ich kenne viele dieser Initiatoren. Ich habe sie noch nie dort in dem Haus zum Teil gesehen. Mhm. Außer natürlich Mitglieder des Fördervereins, die wirklich eine sehr engagierte Arbeit leisten und die auch schauen, was sie mit
ihren zur Verfügung stehenden Mitteln wirklich für das Haus tun können. Mhm. Ne? Da wird also unwahrscheinlich viel geleistet. Ich kann jetzt an der Stelle vielleicht mal ein Stück weit zur Aufklärung beitragen. Die OTZ hatte ja Mitte Oktober bereits zum ersten Mal berichtet, dass der Verkauf des Hauses in Rede steht. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass die Gera Wohnungsgesellschaft, GWB Elstertal, im Sommer einen Investor gesucht hatte, der das Färbersche Haus erwerben würde und gleichzeitig aber auch das Museum für angewandte Kunst im Haus sichert. Mhm. Und die GWB Elstertal hat mitgeteilt, dass sie auch diesen Erwerber gefunden hat. Nun ist es unsere Sache als Stadtverwaltung, dass man das auch entsprechend rechtssicher festmacht. Und da sind wir total unaufgeregt, weil solche Dinge passieren mit jedem Kaufvertrag, der in dieser Stadt passiert, dass wir quasi Kraft Amtes diese Kaufverträge prüfen, ob die Stadt ein Vorkaufsrecht wahrnehmen kann. Das Vertragsrecht ist zurzeit so kompliziert, dass es für die Stadt sehr von Vorteil ist, wie wir jetzt hier gerade agieren, ohne da jetzt beispielsweise groß die Alarmglocken läuten zu lassen oder sonst welche Untergangsszenarien tun. Das machen wir völlig unaufgeregt. Was für mich eine wichtige Botschaft ist aus diesen ganzen Diskussionen, dass wir einfach noch enger, noch vertrauensvoller auch mit unseren Fördervereinen zusammenarbeiten müssen, dass wir das auch regelmäßig und kontinuierlich machen können, dass einfach solche Irritationen vielleicht nicht auftreten. Ne? Ich glaube, das ist vor allem der Punkt gewesen, den der Förderverein so, gestört hat. Lass mich kurz ausreden, dass sie eben aus der Presse davon erfahren haben. Wurde mir so korportiert. Der Förderverein hat es wahrscheinlich als einer der ersten gewusst. Davon gehe ich mal aus. Ja, vielleicht schon, aber so wurde es mir erzählt, dass sie es sozusagen sehr, sehr spät, das soll ja schon im Juni dieser Vertrag geschlossen worden sein. Und sie haben es eben dann wohl erst sehr spät, wohl früher, als es in der Zeitung stand, aber wohl sehr, sehr spät auch erfahren und konnten nichts tun. Die Frage ist doch, wie transparent solche Verfahren sind. Also das, warum zum Beispiel der Verein nicht auch damit einbezogen wird und vielleicht auch dann einen geeigneten Investor suchen kann, vielleicht sich sogar selbst als Investor anbietet. Es gibt ja viele potente Leute in diesem Verein, die eben sagen, ja, dann lasst uns das doch zusammen machen, weil soweit ich das wiederum weiß, hat sich der Förderverein auch mehrfach beworben für den Betrieb dieses Hauses. Das ist wahr, das ist auch alles geprüft und auch miteinander besprochen worden. Ja. Aber vielleicht noch mal zurückzukommen auf die aktuelle Entwicklung im Färberschen Haus oder um das Färbersche Haus. Der Verkauf ist nicht vollzogen. Es ist also Kaufinteresse und es ist auch ein Kaufvertrag vorbereitet, aber der Verkauf ist nach wie vor nicht vollzogen. Weil die Zustimmung der Stadt fehlt. Ja, aber das sozusagen, man war beim Notar, man hat einen Kaufvertrag schon gemacht, der ist auch schon unterschrieben und nun kann die Stadt das Vorverkaufsrecht ausüben, beziehungsweise es wird gewartet auf die Zustimmung der Stadt, dass sie es nicht ausübt. Das ist ja ganz normal und ganz alltägliche Praxis. In jeder Kommune wird das so gemacht, dass eben öffentliche Gebäude oder Gebäude im öffentlichen Interesse, dass das eben in der Stadtverwaltung geprüft wird. Das heißt aber nicht, es ist sozusagen nicht so, er ist zwar noch nicht vollzogen, aber er ist unterschrieben von allen Partnern. Das heißt sozusagen, und das wurde im Juni ja schon getan. Das heißt sozusagen, dass man schon versucht hat, auch den Verein zu umgehen. Zumindest könnte man das ja in Frage stellen. Es wird ja in 3 Wochen, glaube ich, wird es ja auch eine Podiumsdiskussion genau zu diesem Thema geben, was auch, wie ich gehört habe, Angelika Wohn moderieren wird. Sie führt uns das jetzt auch ein bisschen weg von unserem Thema. Genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, das ist vielleicht auch. Nur die Frage ist, du bist so darauf eingestiegen auf dieses Thema. Ich wollte das nur noch mal ganz dezidiert eben vielleicht auch erläutern, dass es vielleicht das Thema war in der Anmoderation so genannt und ich wollte gern die Gelegenheit nutzen, hier ein Stück weit für eine Aufklärung zu sorgen. Im Jahr 1997 hat der Stadtrat das Färbersche Haus verkauft. Das war also im vergangenen Jahrtausend, also genau vor 20 Jahren. Ja. Die Stadt Gera ist nicht Eigentümerin dieses Gebäudes seit 20 Jahren. Und eben dieser selbe, nein, der gleiche Stadtrat war es, nicht dasselbe, weil es gab zwischendurch eine Wahl, hatte 74,9% der Gesellschaftsanteile der GWB Elstertal an die Stadtwerke verkauft.
Und insofern ist die Stadt nicht mehr Eigentümerin dieses Gebäudes. Aber wir haben natürlich Hebel, Möglichkeiten und genau diese nutzen. Und wenn wir über das Vorkaufsrecht reden, dann gibt es ein zweifaches Vorkaufsrecht. Zum einen das Vorkaufsrecht nach dem Thüringer Denkmal, Paragraph 30, Schutzgesetz. Und zum anderen das privatrechtliche Vorkaufsrecht aus dem Verkauf von 1997. Und dann schauen wir mal, was für die Stadt Gera am günstigsten ist. Und genau das machen wir. Das, da können also Sie ja das dann... Ist das praktisch noch nicht abgeschlossen, der Prozess? Nein. Man kann, also, das war für Sie ja vielleicht auch interessant, Frau Bohn, für die Zuschauer sicherlich auch. Für mich war es natürlich auch interessant. Und tatsächlich ist es so, dass es uns wegführt von der Kulturhauptstadt-Idee 2025. Für mich war es nur wichtig, sozusagen zu schauen, ist das denn tatsächlich realistisch mit dieser Kulturhauptstadt-Idee, wenn eben zum Beispiel solche Güter wie das Färbische Haus, was ja eins der ältesten barocken Häuser in der Stadt ist, wenn das eben verkauft wird und jemand, der sozusagen nichts mit dieser Stadt zu tun hat, das erwirbt, und inwiefern ist dann wirklich tatsächlich ein Interesse der Stadt an der Kultur? Aber dann wird man jeden Zugereisten in Frage stellen, der in dieser Stadt was unternehmen würde, das gekauft hat, dass der Stadt vielleicht nicht gut tut. Das möchte ich aber aufs Heftigste bestreiten. Und Claudia, da bist du ja das beste Beispiel dafür, dass du mit der Hesseburg Positives tust. Also die Zugereisten tun auch Gutes für die Stadt. Aber die Frage ist halt, ob dieserjenige dann so ein umfängliches Konzept vorgelegt hat, wie wir, als wir damals das erworben haben. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren, weil es uns jetzt wirklich wegführt von dem Thema. Ich hätte aber ganz gerne Frau Bohn noch mal dazu befragt. Also, Also jetzt nicht zum Färberschen Haus, sondern nein, wir sind jetzt tatsächlich wieder bei der Kulturhauptstadt. Und da wollte ich dem Herrn Müller doch ein bisschen widersprechen, was die Indianer und den Häuptling betrifft. Also wichtig ist, dass es überhaupt Indianer gibt. Da bin ich völlig konform. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass es irgendwann mal einen richtigen Häuptling, oder wie ist die weibliche Form von Häuptling, weiß ich nicht, gibt, der dann auch wirklich sein Gesicht und seine ganze Persönlichkeit in die Waagschale für so ein Thema werfen kann. Mhm. Und der muss natürlich dann auch wieder im Konsens der vielen bürgerschaftlichen Engagements stehen. Das ist, glaube ich, das ist genauso schwierig wie den Stein der Weisen zu finden. Aber ob da jemand im Konsens mit allen stehen muss, das wage ich zu bezweifeln. Der Herr Kaufmann hatte das in Weimar auch nicht gemacht. Der Herr Kaufmann hat aber ein ganz anderes, und zwar ein Hochkulturkonzept gehabt. Das wird Gera auch nie haben, aber vermessen zu sagen, wir wollen so ein Konzept machen. Das geht auch gar nicht mit den Institutionen, die wir haben. Eigentlich ist das auch nicht Ziel des Kulturhauptstadt Europas. Also Ziel ist ja eher schon nicht Weimar, nicht? Also nicht das kulturelle Erbe, sondern das, wie man damit umgeht und wie man es weiterführt. Ja. Also und insofern sind dann ja eher solche Orte, und Breslau ist ja auch so ein Ort, nicht? Wie Gera, ein bisschen geschunden also durch unterschiedlichste Phasen, also nach der Wende, also auch sehr stiefmütterlich behandelt, und wie sich da auch dann kulturelle Regungen jetzt, also im Moment ist so ungefähr der absolute Tiefpunkt. Nicht? Also, und man merkt es aber auch, ich muss aber auch sagen, die Presse zum Beispiel hat nie bemerkt, dass der Kunstverein, also dass der für den Art Cologne Kunstvereinspreis nominiert war. Einer von drei ostdeutschen Vereinen aus Gera. Nicht bemerkt, vorher ist ja. Ist nicht bemerkt worden. Aber dann, der Mitteldeutsche. Jetzt meine Kollegen verteidigen. Es gab einen Artikel. Ich habe ihn gelesen. Hätte ich es ja nicht gewusst. Im Kulturradio, MDR Kultur kam ein Beitrag. Ich meine, dass man eben auch mal selbstbewusst mit seinen Funden umgeht und aus diesem Tiefpunkt rauskommt und mal ein paar Ideen entwickelt. Also nicht nur ein paar, sondern das entsteht ja auch, dass da sich was aufbaut.
es ist ja was da. Es gibt immerhin Theater in der Stadt ja. hier. Und das ist sogar ein Fünf-Sparten-Theater, was eben den Deutschen Theaterpreis erhalten hat. Ja, also. Und die Höhler, die haben den Denkmalschutzpreis, den Deutschen Denkmalschutzpreis bekommen letzte Woche. Das ist natürlich toll. Natürlich kann man mit diesen Funden auch wuchern und man sollte es vor allem. Und deswegen nochmal die Frage an euch, welche Strategie habt ihr, um da hinzukommen? Wir haben ja jetzt gerade über so vieles, was wir schon haben, aber gerade Kulturhauptstadt, das Thema der Kulturhauptstadt ist ja was Neues hinzuzubringen, Mehrwert für die Stadt zu schaffen und auch anderes neu zu verändern, neu zu denken. Mhm. Das haben auch viele Städte, also wie zum Beispiel, wir haben gerade über Gera ist auf dem Tiefpunkt, Marseille war ja auch mal Kulturhauptstadt gewesen. Mhm. Das war eine der besten Kulturhauptstädte, die es gab. Mhm. Also wenn man sich so in den Gesprächen das auch Warum? Anhört. Weil sie halt sich, das war ja eine Stadt, die wirtschaftlich Abschwung, man kann es auch mit Nantes vergleichen in Frankreich, die ja auch über Kultur geschafft haben, sich wieder neu zu entwickeln, über Theater, über Architektur. Und Marseille hat es halt auch geschafft, auch über ihre Bürgerschaft letztlich, mit neuen, großartigen Projekten, die ganze Stadt mitzunehmen und neue Stadtviertel zu schaffen und sich von innen heraus halt zu vitalisieren. So, und das ist halt was Gera, ich meine, wir haben jetzt drei Städte, die sich bewerben, Magdeburg, Chemnitz, Gera, die ähnlich auch ostdeutsche Städte sind, viel DDR-Architektur auch haben. Mhm. Chemnitz, Magdeburg sind ja eigentlich viel weiter. Also wir sind eigentlich die Stadt, wo man sagen kann, wir sind an dem Tiefpunkt. An uns kann man live die Entwicklung eigentlich mitmachen. Chemnitz, die haben alle Leute, die bezahlt werden, die dieses Kulturhauptstadt-Thema bearbeiten. Ja. Ich habe dann auch mal die Frage gestellt, wie lange werden ihr bezahlt? Weil es ging in so einem eine Runde drum. Wir haben darüber gesprochen, 2025, was können die unterschiedlichen Bewerberstädte vielleicht in den Städten leisten? Und dann haben sie gesagt, naja, also wenn wir nicht Stadt wären, dann verendet auch der Vertrag. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also wer wird Kulturhauptstadt und wer kann dann für die zukünftige Kulturhauptstadt auch noch was leisten? Und wenn Gera da dranbleibt, sage ich mal, ich stelle mir das auch so vor, dass man durchaus auch mit den Städten jetzt schon in Verbindung steht und sagt, was können unsere Projekte sein? Also Nürnberg, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, mit den unterschiedlichen Städten da auch jetzt schon Aktionen austauschen und das mit als Bestandteil dieser Bewerbung letztlich auch nehmen, dass man sagt, also vielleicht muss man das auch noch weiter denken als Ruhr und das noch größer fassen. Die Ruhr begreift sich jetzt auch als Metropole und nicht mehr die Städte. Mhm. Also sage ich mal, das hat ja schon immens viel erreicht. Und wenn wir das mit Gera schaffen, dass wir sagen können, wir sind auch Altenburg oder Greiz oder bis nach Chemnitz hin, so, da hätten wir ja auch für unsere Region, also ich sehe nur das Vogtland, ne? Also unsere Wiege, unsere Kultur hier, die ja durch zwei Landesgrenzen geteilt ist und Vogtland ist ja eigentlich nur Sachsen irgendwie und Thüringen gibt es zwar auch noch, aber dass weiter der Grundstein der Vögte waren und die Herren von Gera bis ins 15. Jahrhundert und die Stadt auch, also diese Geschichte, die jetzt eigentlich schon ziemlich vergessen ist und also das, wo man sagen muss, wenn man auch da schafft, wieder die Spange zu fassen und über neue Aktionen. Die Frage, genau. Die Frage ist dann sozusagen, wir sprechen jetzt immer sehr global, was Gera müsste und sozusagen die Stadt ist am Tiefpunkt und es gibt hier und da tolle Sachen wie die Höhler-Biennale oder den Höhler-Verein, den Kunstverein, dann gibt es sozusagen die Osterburg in Weida, dann schauen wir nach Greiz ins Sommerpalais und unteres und oberes Schloss, schauen wir nach Altenburg ins Lindenau-Museum. Ja. Die Frage ist für mich aber, durch welche Projekte kriege ich die zusammen? Und wie schaffe ich es tatsächlich, welche konkreten Projekte? Wir sprechen immer sozusagen so global, es geht um die Geschichte, es geht um den Zusammenhalt, es geht darum, die Bürger, dass sie sich vernetzen, zusammenhalten, die Städte auch vernetzen. Ich möchte gerne wissen, welche konkreten Projekte gibt es. Als nächstes vielleicht, dass nicht nur Gera hier sitzen, sondern dass man vielleicht mit Leuten aus Altenburg oder Städten, die vielleicht in unsere Region liegen, mit denen einfach sich mal an den Tisch setzt oder in so eine Talkshow sitzt und sagt, was ist euer Potenzial? Also, was versteht ihr unter Kulturhauptstadt? So, und dass man das auch, weil immer wenn man das, eigentlich das Wort falsch, Kulturhauptstadt, eigentlich heißt es Kulturregion, denke ich. Also so, weil es die Stadt ist immer, dann sagen die Gera, wir sind jetzt die Stadt und ihr seid und eigentlich geht es um die Kulturregion und die haben wir ja schon.
So, und die Projekte, die wir jetzt anstoßen, wir persönlich sind ja nur ein ganz kleiner Teil. Wie das vorhin auch schon gesagt ist, wir brauchen irgendwann einen Kulturmanager, der das fasst, der da irgendwie sagt, und jetzt geht es mal mit Altenburg zusammen. Da gibt es ganz coole Sachen, die gibt es zum Beispiel diese, das Gustav, so ein Verein, der soziokulturelle Projekte macht. Das sind auch immer spannende Veranstaltungen, Karl Gustavus Haus. Habe ich kennengelernt. Also wirklich spannende Sachen, wo man sagt, das weiß der Gera jetzt nicht, das ist 20 Minuten entfernt. Und wenn man da irgendwie schafft, auch gerade in diesem soziokulturellen Bereich, weil die auch bis jetzt viele Kulturhauptstädte oder Themen auch mit begleitet haben und auch ein wichtiger Bestandteil sind. Also in Dresden zum Beispiel war es so, es gab die freie Szene und es gab die Städte. Das wurde schon vorher geteilt und dann wurde geguckt, wie kann man in dem Bereich weitermachen, wie kann man in dem Bereich weitermachen. Mhm. Also, und auch die Bewerbungsunterlagen baut auf sowas auf und der Kostenplan, weil am Ende wissen sie alle, wir brauchen die Bürger der Stadt oder der Region, die da mitziehen. Und wenn dann wie bei der Ruhr auf die Autobahn da Hunderttausende sich treffen zum Picknick machen, dann ist das doch ein Riesenerfolg. Und wenn wir das in Gera auch schaffen und zwischen Altenburg oder zwischen Schmölln und Gera die Autobahn sperren und da tatsächlich mal alle ranholen, also warum nicht? Ich meine, es hat ja schon mal geklappt. Ne? Aber darüber hinaus muss es ja auch noch von europäischer Relevanz sein. Also man muss verhindern, dass es im Provinzialismus erstickt. Nicht? Also unabhängig davon, dass es in der Region agiert. Nicht? Also das müssen Projekte sein, die beides sind. Regional interessant und auch nach außen. Habe ich vielleicht noch was vergessen? Genau. Wir haben einbeziehend. Wir haben ja jetzt ein neues System von den Kulturhauptstädten. Es gibt jetzt immer zwei Kulturhauptstädte gleichzeitig. Aber jetzt sind wir zum Beispiel mit 2025 mit Slowenien als Kulturhauptstadt Auslober oder als Staat. Also dran. Man müsste da jetzt auch schon gucken, welche Stadt ist jetzt in Slowenien im Rennen. Also könnte man da jetzt sogar schon was schaffen. Und dann haben wir ja, obwohl ich Piran auch sehr schön finde, die Piratenstadt. Naja, aber also, dass man jetzt auch schon guckt, also mit unseren Partnerstädten, mit den Städten, die jetzt zum Beispiel dort im europäischen Bewerberland dann liegen, da Projekte zu machen. Wir werden nicht jedes Land beteiligen können, aber Volker, da gebe ich dir vollkommen recht. Also was ist der europäische oder der weltweite Anteil daran? Der weltweite Anteil ist, glaube ich, schon, dass man schafft, Leute zu vernetzen, Leute herzuholen und international oder national auch seine Werbung zu haben, dass die Leute hier auch was von uns erfahren. So, und wenn wir daran arbeiten und über die Region erfahren und wir einfach auch Gastgeber sein können. Und die Leute kommen ja in den Städten. Ne? Wenn wir uns die Entwicklung in Europa generell mal anschauen, dann erkennen wir ja, dass es auf staatlicher Ebene oftmals ein Auseinanderdriften gibt, auch in Staaten ein Auseinanderdriften gibt. Und da ist gerade die Stärkung des regionalen Gedankens sehr wichtig. Und wenn wir über die Kultur diese Vernetzung hinbekommen, und da will ich nicht unbedingt nur am Jahr 2025 das festgemacht wissen, sondern das als Prozess sehen, dass im Laufe der Zeit, der Monate und der Jahre bis dahin, und da ist auch 2025 kein Schlusspunkt, dass man da zueinander findet, dann ist das, denke ich mal, der Mehrwert, den wir gewinnen. Und nochmal, hier entsteht der Gedanke nicht von irgendjemandem von oben aufgesetzt, sondern es sind Bürgerinnen und Bürger, die diese Idee hatten. Und genau deswegen macht es das so wertvoll, weiter verfolgt zu werden. Mhm. Und vielleicht nochmal in einem anderen Kontext fortzuführen. Hier wird immer mal unterschwellig, das ist gesagt, ja, die Stadt ist am Tiefpunkt. Nein, den Tiefpunkt haben wir durchschritten. Der Tiefpunkt ist durchschritten, denn die wirtschaftliche Entwicklung zeigt eindeutig nach oben. Seit 2014 profitieren auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der wirtschaftlichen Entwicklung, weil die Löhne und Gehälter in der Stadt überproportional steigen im Junior-Durchschnitt. Und wir setzen natürlich vor allen Dingen auf die Bildung. Aber deswegen ist es genau wichtig, dass wir hier den kausalen Zusammenhang sehen zwischen Wirtschaft, Bildung und Kultur. Denn das, die Grundlage wird in der Wirtschaft gelegt, ganz eindeutig. Ja. Und nun wissen wir zwar, dass es vielleicht bergauf geht, oder wir hoffen, dass es bergauf geht. Und trotzdem ist natürlich die Wirtschaft noch nicht so stark wie in anderen Städten. Aber man kann immer einen Aber es ist ja auch, wenn wir uns anschauen,
Im Ruhrgebiet ist die Wirtschaft auch nicht so stark. Und das kann wiederum, finde ich, nicht das Kriterium dafür sein, ob man nun Kulturhauptstadt wird oder nicht. Aber was es tatsächlich ist und was jetzt eben auch in diesem Gespräch so wunderbar herauskam, ist, dass es tatsächlich ein Marketinginstrument ist. Und insofern hat vielleicht die Fusionierung des Fachdienstes Kultur in Fachdienst Presse, Marketing, Kultur und Sport auch tatsächlich seinen Sinn. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben die Zeit weit überschritten, deswegen muss ich so rigoros jetzt hier abbrechen. Es tut mir sehr leid, weil ich auch gerne mit Ihnen weiter diskutiert hätte, weil meistens ist ja so, wenn das Gespräch dann so richtig im Schwung ist, muss man aufhören, leider. Aber wir werden in 3 Wochen vielleicht die Gelegenheit haben, weiter zu diskutieren über die Kultur. Vielleicht nicht über das Thema Kulturhauptstadt 2025, aber über die kulturelle Situation in dieser Stadt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.